Hallo ihr Lieben, es ist so schönes Wetter, dass ich dieses Video diesmal auf der Terrasse machen kann. Ich bin so froh, im Hintergrund hört man zwar noch einen Rasenmäher oder sowas, aber ich glaube, das stört nicht so sehr wie gestern der Wind. Das war ja wirklich ein bisschen sehr nervig. Tut mir leid, dass ihr da diese ganzen Geräuschkulisse hattet. Ich wollte gerade mal erzählen ein bisschen. Ich hatte gerade eine Therapiestunde hinter mir, wie glücklich ich manchmal bin, Therapeutin zu sein. Es ist ja nicht so, dass das mein Broterwerb einfach ist, so einer meiner Broterwerbs, sondern es ist eine wunderschöne Arbeit, die ich da machen darf. Es ist eine Arbeit direkt, ganz persönlich, ganz intim. Oh, Entschuldigung, ich verschwinde. Entschuldigung, ich mach mal hier, ging der Rasenmäher gerade ganz heftig los draußen, aber hier geht es ja auch weiter. Es ist eine Arbeit, wollte ich gerade sagen, die so zerbrechlich und auch so fein ist und so nah am Menschen und so mitfühlend und gleichzeitig distanziert. Ja, distanziert kann man nicht wirklich sagen. Es ist im Prinzip an einer respektvollen Nähe. Und ich bin immer so glücklich, wenn ich spüre, dass die Klienten, also jetzt gerade hatte ich auch einen ganz jungen Menschen, und das ist so schön, wenn ein innerer Anteil dieses jungen Menschen, den ich gerade jetzt gerade gegangen ist, wenn der so da ist und spüren will und fühlen will und sich selbst auch begleitet in dieser Arbeit, die ich begleiten darf, dann ist das ein Gefühl von Menschenliebe. Das ist was ganz anderes als die Liebe zwischen Mann und Frau oder die Liebe zwischen Mutter und Kind oder die Liebe zu einem Tier. Also es ist schon ein bisschen ähnlicher, aber trotzdem ist es noch mal ganz anders. Es ist eine ja fast spirituelle, zugewandte, freundliche, duldsame, geduldige, hoffnungsfrohe Zuwendung zu einem Menschen, der sich ebenso zuwendet. Und ich glaube, das nennt man in Griechenland gab es diese Form Agape, glaube ich. Das war die Liebe zu den Menschen. Und die darf ich in diesem Beruf leben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ja, das heute zum Thema Beruf des Therapeuten, des Begleiters, der Begleiterin. Ich danke. Alles Liebe für euch.